Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Exotic TV. So, heute geht es wieder um ein Vogelspinnen-Thema und zwar geht es heute um das Handling von Vogelspinnen. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man aggressive, ruhige und auch hibbelige Arten ganz gut handeln kann. Natürlich ohne, dass man sich verletzt. Das hier ist eine Brachypelma albopilosum Dame. Ist natürlich eine ganz ruhige Vogelspinnenart. Meiner Meinung nach einer der wirklich schönsten Vogelspinnenarten der Welt. Ich finde die Art sehr schön, auch wenn der Marktwert eigentlich sehr niedrig ist. Ist trotzdem eine meiner Lieblingsarten. So, ich bewege mal ein bisschen die Kamera. So, das typische Handeln ist halt auf der Hand, die Vogelspinne auf die Hand zu setzen. Ich mache das jetzt nicht sehr oft. Also ich mache das maximal, wenn ich die Tiere sauber mache oder ein Foto mache oder sonst irgendwas. Die Tiere sind keine Kuscheltiere. Das würde ich jetzt hier mal ganz am Anfang sagen, dass es wirklich keine Kuscheltiere sind. Wenn ihr was zum Streicheln haben wollt, holt euch einen Hamster. Das sind keine Kuscheltiere. So ein Tier gehört in ein schön eingerichtetes Terrarium, wo man das bestaunen kann, wo man das Verhalten des Tieres studieren kann und ist wirklich kein Kuscheltier. So Leute, das Handling möchte ich euch jetzt ganz schnell mal zeigen. Wir nehmen einfach unsere beiden Hände und ganz vorsichtig, ich will das Tier jetzt nicht erschrecken. Ich fasse es hier hinten jetzt erstmal an, damit es weiß, dass ich sie jetzt hier anfassen werde. Und ich nehme sie einfach hier so hoch. So. Und dann haben wir eine Vogelspinne auf der Hand. Das mal ein bisschen an. So, und jetzt sieht man, dass die, ja gut, die Tiere sind, wie gesagt, keine Kuscheltiere, die mögen das auch nicht unbedingt, wenn sie auf der Hand sind. Ja, so kann man die Tiere dann auf die Hand nehmen. So Leute, bitte das nicht mit allen Vogelspinnen machen. Also Brachypelma albopilosum, das könnt ihr machen, Brachypelma smithii könnt ihr das eventuell machen, Gramastola-Arten lassen das meistens relativ gut zu, aber nur sehr wenige Arten, es gibt wirklich nur sehr wenige Arten, mit denen man das so gut und einfach machen kann. Ja, deswegen, die Süße setze ich jetzt hier mal wieder zurück, ganz einfach hier so wieder zurück. So Leute, die nächste Kategorie bei der Verhaltensweise von Vogelspinnen werde ich euch jetzt bei dieser Brachypelma Ruchnai, hieß die Art früher, heute heißt sie Brachypelma albiceps, wurde auch umbenannt. Und ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also bei Brachypelma sprechen viele von sehr friedlichen Arten. Stimmt überhaupt nicht. Also ein paar Arten sind wirklich sehr friedlich. Zum Beispiel Brachypelma albopilosum, was wir gerade gesehen haben. Brachypelma smithii ist auch sehr ruhig. Brachypelma emilia vielleicht. Aber zum Beispiel Brachypelma vagans, die können auch schon mal brummelig werden. Dann die Brachypelma boachmai und die Brachypelma albiceps. Das sind typische Bombardierspinnen. Also wirklich, die bombardieren extrem viel. Ich möchte das jetzt hier auch zeigen, ich fasse jetzt da auch nicht mit der Hand rein, einfach mit einer Pinzette. Ich werde das Tier jetzt mal ein bisschen ärgern und die sind sehr hibbelig, fangen sofort an zu laufen und die bombardieren wirklich sehr viel. Das zeige ich euch jetzt mal. Na? Die ist jetzt sogar recht ruhig. Oder hat sie Hunger oder was? Jetzt gehst du. Na, die ist jetzt sogar relativ entspannt. Beziehungsweise, ja. Okay, das, was ich euch demonstrieren wollte, hat jetzt natürlich nicht geklappt. Ansonsten ist die eigentlich relativ bombardierfreudig. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie man so eine Vogelspinne sicher einpacken kann. Und zwar nehmen wir hier ganz einfach so eine Box. Ich mache das immer so. Ich tue einfach die Box hier so rein. Wir nehmen dann die Pinzette und treiben die Vogelspinne da rein. So, machen wir die Box zu. Und Vogelspinne wäre eingesackt. Also wenn ihr auf die Börse fahrt oder die Vogelspinne sauber macht oder sie einfach nur umsetzen wollt, kann man die ganz einfach so einsammeln. Ich will die jetzt natürlich nicht umsetzen, auch nicht verkaufen. Deswegen darf die jetzt wieder zurück. Ist übrigens ein Weibchen. Kurze Info zu Brachypelma-Arten, die meisten wachsen extrem langsam. Also das Tier ist jetzt hier 5 Jahre alt, 5 Jahre, ihr habt richtig gehört. Und es kann noch gut 1 bis sogar 2 Jahre dauern, bis die Süße hier adult wird. Also die wachsen wirklich extrem langsam. Leider, beziehungsweise, ja schon leider, wäre halt schön, wenn sie schneller wachsen würden.
Deswegen sind die meisten Palmerarten auch relativ teuer. Smithy, Amelia, Boachmei wachsen genauso langsam. Die schwarzen bzw. die braunen Brachypalmerarten wachsen meist in der Regel schneller. Heißt Brachypalma vagans und Albopilosum, die sind meistens in 2-3 Jahren ungefähr adult. Ja, hier sehen wir jetzt die Süße noch. Wirklich eine sehr schöne Art. Für Anfänger, ja gut, aggressiv ist sie eigentlich nicht. Sie bombardiert halt relativ gerne. Wobei, das hat sie uns jetzt nicht gezeigt, aber naja. So Leute, bei nicht aggressiven Vogelspinnenarten, beziehungsweise auch bei aggressiven Vogelspinnenarten, kann man die Tiere so anfassen. Zwischen den zwei Vorder- und den zwei Hinterbeinen kann man die eigentlich relativ gut anfassen. Vorsichtig, also nicht zu fest drücken, nicht, dass sie die Spinne irgendwie beschädigt. Man kann sie so relativ gut untersuchen, also wenn sie, man kann das Geschlecht relativ gut erkennen. Bitte das nicht machen, wenn ihr absolute Anfänger seid. Also das wirklich nur machen, wenn ihr ein bisschen Erfahrung mit Vogelspinnen habt und auch wisst, wie das Tier darauf reagiert. Das ist wieder eine Brachypalma albopilosum, ein junges Weibchen, so um 2 Jahre alt, müssen die jetzt sein. Und ja, das machen auch viele Leute, die wirklich aggressive Vogelspinnen haben, machen das manchmal auch. Ich würde es euch jetzt nicht empfehlen, ich mache das auch nie eigentlich, diese Technik. Ich habe mir das mal von einem Vogelspinnenzüchter zeigen lassen, vor ein paar Jahren noch, aber ich mache das eigentlich so gut wie nie, weil für was eigentlich, also ist eigentlich überflüssig, meiner Meinung nach. Man kann es natürlich jetzt so auch machen, und wenn man gerade keine Box zur Verfügung hat, aber ich würde es bei aggressiven Vogelspinnen jetzt nicht machen. Der Züchter, der es mir gezeigt hat, hat es zwar bei einer Terrafosa Blondi gezeigt, aber das würde ich jetzt auch nicht riskieren. Man kann hier auch die Fangzähne schön sehen, bei dieser Albopilosum Dame hier. Also man kann das Tier jetzt so schön beobachten, aber ich würde es jetzt auch nicht machen, und das Tier stürzt natürlich auch, das fühlt sich jetzt hier nicht unbedingt wohl, aber kurz zeigen geht. So Leute, dass Vogelspinnen richtig aggressiv sein können, möchte ich euch jetzt hier mit dieser Chilobrachis huahinin-Dame demonstrieren. Und ja, hier natürlich nicht mit der Hand reinlangen, das wäre eine schmerzhafte Erfahrung. Vor allen Dingen asiatische und afrikanische Vogelspinnen sind sehr aggressiv, meistens, also diese Arten sind meistens viel aggressiver als die Amerikaner, weil die Amerikaner, also die amerikanischen Arten, die haben Brennhaare. Afrikanische und asiatische Arten haben keine Brennhaare, deswegen setzen sie sich meistens mit einem gezielten Giftbiss zur Wehr. Und ja, das möchte ich euch jetzt hier mal demonstrieren. Ich habe hier meinen Deckel bereit, wenn sie jetzt flüchten möchte, weil die hat manchmal auch so eine Laune, dass sie einfach flüchten möchte. Dann kann ich sie versuchen, in ihrem Behälter zu bleiben, sonst kann ich sie hier wieder suchen in meinem Zimmer. Das macht natürlich immer Riesenspaß, wenn man eine aggressive Vogelspinne im Zimmer frei rumlaufen hat. So, ich demonstriere das jetzt einfach mal. Oh, ja, also man sieht, das ist wirklich ein extrem aggressives Tier. Ich habe eigentlich jetzt kaum was gemacht. Und da sieht man das richtig gut. Und die schlägt jetzt auch schön aus. Ja, also da sieht man das jetzt. Dass Vogelspinnen nicht brave kleine Kuscheltiere sind. Und übrigens, die meisten asiatischen und afrikanischen Arten verhalten sich so, wenn man sie bedroht. Tolles Beispiel ist zum Beispiel Pterinoclus murinus. Kennt wahrscheinlich auch jeder Vogelspinnenliebhaber. Wenn die Kamera scharf stellt, könnte man die Giftzähne sehr gut sehen. Aber die will jetzt natürlich nicht scharf stellen. Ah, scheiße. Naja, sorry, Leute. Aber ich glaube, so kann man das auch recht gut erkennen. So, einmal provozieren wir sie nochmal. Oh ja, also die ist jetzt wirklich stinksauer. Ja, also das ist kein Kuscheltier. Eindeutig kein Kuscheltier. Und das ist wirklich die typische Vogelspinnen-Drohposition. Wenn die Vorderbeine so in den Himmel strecken. Und ja, also wie gesagt, die meisten afrikanischen und asiatischen Arten verhalten sich so, wenn man sie irgendwie, also würden sie sich irgendwie bedroht fühlen. Es gibt auch sehr aggressive amerikanische Arten, also zum Beispiel Terrafosa-Arten sind wirklich auch richtig aggressiv, können richtig aggressiv auftreten, heißt Terrafosa Blondi, Terrafosa Stirmi, Terrafosa Apophysis, also das sind wirklich auch relativ aggressive Arten. Und ja, da gibt es auch mehrere Arten, die auch wirklich nicht so nett sind. Und ja. Thank you.
mit einer kleinen Fütterungsszene möchte ich mich von euch verabschieden. Das hier ist eine Grammastola Rosea Dame. Ist keine Grammastola Porteri. Man sieht das nur auf dem Video relativ schlecht, weil ich habe relativ oft geschrieben, dass es eine Porteri sei. Porteri? Ja, ich glaube Grammastola Porteri. Ist keine, ist eine Grammastola Rosea. Man sieht das jetzt nicht. Licht ist relativ schlecht und die Kamera nimmt das irgendwie nicht auf. Aber wenn man das in natürlichem Tageslicht guckt, sieht das wirklich sehr rosa aus. Es wird sicherlich eine Grammastola Rosea sein. So, ich möchte die Kamera mal so einstellen, damit ihr die Fütterung natürlich seht. Ich verfüttere hier jetzt mal eine Schokoschabe, wenn sie die überhaupt nehmen möchte. Kann ja sein, dass sie keinen Hunger hat. Und sie hat anscheinend keinen Hunger. Ja, sie hat, glaube ich, vor 5 oder 6 Tagen was gefressen. Ja. Übrigens, wenn ihr ein Video über Vogelspinnen Fütterung wollt, also nicht ein mit Musik, sondern wirklich, was ich erkläre, wie man was füttern kann, schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich habe da schon viel Mist gelesen, dass die Vogelspinnen einmal im Monat füttern, die Vogelspinnen alle 2 Tage füttern. Ist alles Schwachsinn. Ich kann euch meine eigenen Erfahrungen sagen, wann sie Hunger haben, wie man sie am besten füttern kann. Und ja, das wäre eigentlich Thema eventuell in einem nächsten Video, aber sie hat jetzt anscheinend keinen Hunger. So Leute, ich verabschiede mich trotzdem von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, drückt bitte einen Like-Button und abonniert fleißig. Und ja, in der nahen Zukunft werden Assel-Videos kommen, also das Asseln-Haltungsvideo wird kommen. Ich werde ein Philokrania Paradoxa-Haltungsvideo machen, ein Filium Philippinicum-Zucht-Video. Das hat bei mir sehr gut geklappt, also ich habe jetzt gut 40 Nymphen sind bei mir geschlüpft in dem letzten Monat und denen geht es wirklich prächtig. Also die wachsen schön, die fressen wie der Teufel, wirklich super Sache. Und es wird dann auch noch ein Scolopendra-Video geben, wo ich euch die Haltung von Scolopendern erzähle. Ja, und das wäre dann der Plan hier für die nahe Zukunft. So Leute, nochmal vielen Dank fürs Video anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.